Nächste Übung, neues Video. Jetzt gehen wir mal vom Boden weg in den Stand. Also wir machen jetzt mal eine koordinative Übung für den Stand. Was haben wir alles vorbereitet? Wir haben erst geschaut, dass wir Po und Bauchnabel zusammenkriegen, gerader Rücken. Wir haben die Brust mit einbezogen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das im Stehen auch alles zusammen ansteuern können. Dafür braucht ihr wieder einen Holzstab. Es reicht auch, wenn ihr einfach so einen kleinen habt, irgendwas Kleines. Vermutlich wäre jetzt ein Gürtel von Vorteil, weil jetzt fällt das Ding sonst Richtung Boden. Also entweder Gürtel oder ihr habt ein Gummiband, egal. Hauptsache das Ding wird irgendwie am Körper festgemacht. Also ich nehme gerne so ein Gummiband, wer keins hat, einfach ein Gürtel nehmen. Ich hack das hier in den Schultern ein, gehe hier hinten durch, befestige damit den Holzstab und kletter dann da oben wieder rein und sortiere kurz alles. So, dann habe ich hier auch noch den Vorteil, das Gummiband zieht mich noch ein bisschen nach vorne. Also jetzt geht's los. Ich gehe ein bisschen so hier leicht in diese Stellung hier rein. Dann versuche ich wieder durch Po-Spannung, Bauchnabel einziehen, erstmal den Rücken hier unten wieder hinzubekommen. Und dann muss ich oben noch dazu finden. So, wenn ich die Stellung gefunden habe, wichtig jetzt, der ganze Fuß drückt in den Boden rein, also die Zehen und die Fersen. Nicht nach hinten gehen, nicht auf die Zehen gehen. So, wenn ich den Punkt gefunden habe, jetzt will ich das Ganze in Bewegung probieren, ob ich diese ganze Situation, also diese ganze gerade aufrechte Punkt halten kann. Dafür muss aber jetzt die Hüfte hier arbeiten. Ich muss praktisch hier, die Hüfte muss diese Bewegung machen, aber ich darf dabei den Stab nicht verlieren. Also sprich, wenn ich jetzt sage, geh mal mit dem Körper runter, dann mache ich nicht so, sondern dann muss das eine Bewegung sein. Da muss ich immer wieder schauen, dass ich meinen Bauchnabel anspanne, immer wieder den Kontakt zum Stab suchen. Das heißt, ich muss hier auch Spannung aufbauen und dann gehe ich mal runter. Und jetzt probiere ich mal, probier du mal, wie weit du runterkommst. Da, wo es nicht mehr geht, stopp. Das ist deine erste Übung. So weit runtergehen, wie es geht. Und jetzt langsam hochgehen. Das heißt, der Rücken ist ein Brett und alles kommt hier aus dieser Hüftbewegung heraus. Hoch, hoch, hoch. Und wenn ich dann merke, ab irgendeinem Punkt hier oder ab hier falle ich hier ins Hohlkreuz, also hier habe ich keinen Kontakt mehr oder da oben, dann ist Schluss. Ziel wäre eigentlich zum Schluss, eine schöne aufrechte Position halten zu können, in der ich meine Wirbelsäule in die längstmögliche Dekompression bringe, also auseinanderziehe. Und das über Atmung. Bauchspannung, ich brauche meine schrägen Bauchmuskeln, mein Zwerchfell, Brustatmen, ich brauche hinten zwischen den Schulterblättern auf und ich muss Po und alles anspannen. Und das wäre mein Startpunkt. Also langsam an den Startpunkt herantasten und langsam an den Endpunkt herantasten. Das ist die erste Aufgabe. Ich muss auch und immer ein Stück runtergehen, korrigieren, Stück runtergehen, korrigieren, Stück runtergehen, korrigieren, Stück runtergehen, korrigieren. Stück runtergehen, korrigieren. Ich hoffe, es liegt an alles. Kannst jetzt nicht ganz so gut korrigieren. Spiegel ist vielleicht von Vorteil. Jetzt versuche ich mal so weit runtergehen, wie es geht. Lass den Druck schön in den Boden rein. Und wenn ich das gut halten kann, drei Atemzüge, dann kann ich auch mal versuchen, ganz langsam die Knie durchzustrecken. Dann muss aber die Po-Spannung, Bauchspannung, es muss alles da bleiben. Und wenn dann ein kleines Zittern entsteht, und eine Dehnung hier hinten, dann ist es gewollt. Dann habt ihr die hintere Kette schön aktiv. Also einatmen und Füße mal durchdrücken. Und dann, wichtig, nicht einfach loslassen. Langsam, kontrolliert, immer wieder korrigieren, wieder aufrichten. Hier ist der Endpunkt für mich. Aber irgendwann stehe ich aufrecht, dann geht es nicht mehr weiter. Puh. Unterschätzt die Übung nicht.
Die Übung ist sehr gut, gerade in Sportarten oder in Bereichen, wo ich einfach mal diese Hüftdrehung lernen muss, wo diese Bewegung hier klappen muss. Und da geht es einfach mal darum, das alles zusammen so anzusteuern, damit ich eine Art koordinative Übung habe, die mir das mal beibringt. Was macht, passiert denn wann? Mache ich eine Ausgleichsbewegung? Wenn einer sagt, geh mal nach vorne, mache ich so oder mache ich so? Den Unterschied, der wird hier einfach trainiert. Ja, viel Spaß damit, probiert es aus, macht es langsam, geht es immer kleine Schritte. Technik vor Tempo heißt, Stückchen weitergehen, korrigieren, wieder an den Stab anlegen, Stückchen weitergeht, korrigieren. Also lasst euch da nicht durch die Geschwindigkeit beeinflussen, sondern schaut auf die Technik. Ja, viel Spaß damit und wir sehen uns im nächsten Video.